Er kombinierte unbeschwert griechische Elemente, Tiermuster, bunte Farben und verschiedenste Materialien. Gianni Versace veränderte die Welt der Mode und bekam 1996 dafür den italienischen Verdienstorden. In Singen, an der Grenze zur Schweiz, ist im MAC Museum Art & Cars nun eine einzigartige Retrospektive seines Schaffens zu sehen. Natürlich in Verbindung zu Fahrzeugen, auch wenn der Italiener, der als Meister des Neobarock berühmt wurde, es bevorzugte, chauffiert zu werden. Opulenz war in den coolen 1980er Jahren das, was man mit den Designs von Gianni Versace verband. Think big war sein Motto. Gianni Versace trug in den 1980ern und 1990er Jahren wesentlich zum Aufstieg der italienischen Mode bei. Seine Schöpfungen sorgten für Gesprächsstoff und wer sie trug, kam ebenfalls in den Fokus der Öffentlichkeit. Zahlreiche dieser Zeugnisse der Zeitgeschichte sind nun im MAC Museum Singen über 2 Etagen zu bestaunen. Die Unikate aus dem Besitz internationaler Sammler wurden zusammengetragen, um das Werk des großen Gianni Versace aus den Jahren, die die Marke zum Kult machten, zu zeigen. Zu sehen sind auch die Originale der Bondage-Kollektion, die seinerzeit selbst die Chefredakteurin der internationalen Vogue fassungslos machte. Gianni Versace entwarf auch für Lady Gaga, die bei ihren Auftritten während ihrer Welttournee komplett im gelben Animal Print leuchtete. Neben Prêt-à-porter entwarf Gianni Versace auch Haute-Couture-Mode. Zu den Fans seiner Mode gehörte auch Elton John, Lady Di und Sting. In Berlin, wo es eine ähnliche Gianni Versace-Retrospektive gab, wurde der Raum mit den unzähligen Seiten in Versace-Hemden zum meist fotografierten Selfie-Hotspot. Im MAC Museum Art & Cars sind auch wichtige Teile der Neobarock-Kollektion zu bestaunen. Nicht nur Kleidungsstücke, auch Möbel, Porzellan und Accessoires zeigen die Vielfältigkeit von Gianni Versace, der bis zu seiner Ermordung im Juli 1997 das Unternehmen Versace führte.